Regierung, so der Vorwurf, nutze die Krise, unbefristet den Notstand auszurufen und den Rechtsstaat abzuschaffen. Wahr ist, das ungarische Parlament hat den Notstand gebilligt und kann ihn jederzeit beenden. Hier hingegen sind viele Abgeordnete in Corona-Ferien und von daheim per E-Mail werden schuldenfinanzierte Billionenhilfen beschlossen auf fehlerhafte Rechtsgrundlage und wieder das Eigenmittelgebot von Artikel 311. Das deutsche Verfassungsgericht rügt die EU-Gefälligkeitsjustiz, indes die deutsche Regierung vor Unglimpfung der EU und ihrer Symbolik mit 3 Jahren Gefängnis bestrafen will. Der französische Moralist La Rochefoucauld nannte Heuchelei den Tribut, den das Laster der Tugend zollt. Das Rechtsstaat- und Heucheleiproblem aber hat nicht Ungarn, sondern die EU.